Sie recordet von alleine. So. Mhm. Gut, dann. Der Recording wird überbewertet. Sag, wenn ich anfangen kann. Nö. Gar nicht. Ja, am besten niemals. Am besten niemals, das klingt gut. Das ist, die Qualität ist dann, glaube ich, viel besser. Weniger random. So, hallo. Ich habe vor, hier was zu testen. Das ist eine Art Testaufnahme. Und ach, schlecht. Projekt Nummer. Ja, keine Ahnung. 34. X. 585. X klingt gut. X. X ist immer gut. Ja, 585, genau. 88. Nee, 88. Das ist ja toll. Gott, die Musik. Gut, das Spiel ist ein. Ich spiele die letzte Schlacht der Elfen. Das ist ein RPG-Maker-Spiel von Ankloas / Zelfia / wie auch immer er sich genannt hat. Er hat sich mehrere Male in mehreren RPG-Maker-Foren registriert unter verschiedenen Namen. Und wie ich es mitbekommen habe, ist er anscheinend Troll und macht nur Troll-Games. Aber einige sind der Meinung, dass er wirklich dumm wie Brot ist. Keine Ahnung. Es ist schwer zu sagen, das ist bei Trolls ja immer so. Da ist so ein Strich im Bild, der nervt. Ein bisschen. Und jetzt hast du das Fenster verschoben. Toll. Und schon läuft. Ist die Professionalität wieder weg. Was soll das mit dem Strich? Wo kommt der her? Okay, bis gleich. Camtasia ist echt super, ist das beste Spiel ever. So, Spiel. Ja, Camtasia ist ein Spiel seit neuestem. So gut wie Ghost. Wie gesagt, von jemandem, der entweder Troll ist oder ein dämlicher Mensch. Ich will aber nichts sagen, ich habe noch nie ein Spiel im RPG Maker gemacht. Ich habe es versucht, ich habe mir im RPG Maker mal versucht, aber ich bin scheiße. Sehe ich auch ein. Trotzdem denke ich, dass ich bestimmte Sachen kritisieren kann, wie Rechtschreibung und Grammatik, weil ich dazu gerne... Wird überbewertet. Das ist so, was sollte man schon können, ja. Und selbst wenn ich kein... Grammatik und Rechtschreibung ist was für Spießer. Selbst wenn ich kein Mapping kann oder sowas in der Art, ja, oder irgendwie Design, erkenne ich, wenn etwas schlecht ist, okay? Also wie gesagt, von wegen dem Spruch, mach selber besser, von mir aus, aber es ist trotzdem, kann ich es kritisieren. So, vorlesen, ich sage euch dann später, wie wir das machen, aber ich lese jetzt erstmal das hier vor. Ankloas, als erstens möchten wir uns bedanken, dass, mit einem S, ihr euch die Zeit nimmt, das Spiel zu spielen. Ich wünsche dir viel Spaß. Dieses Spiel stammt ursprünglich von Zelfia, der Ankloas ist, also der gleiche, der gerade hier redet, aber egal. Komm, aber ich habe dieses Spiel überarbeitet mit meinem Team. Aussage mir imaginären Freunden. M&M Entertain, www.dlsde.de.vu. Die Seite gibt es übrigens nicht mehr. Glaube ich zumindest, weil ich habe geschaut und da kam nichts. Und schwarzer Bildschirm, der viel zu lange andauert. M&M Entertain präsentiert. Presented. Präsenz. Nach einer Geschichte von Zelfia. Nach einer wahren Begebenheit. Oh Gott. Nach einer wahren Begebenheit. Die letzte Schlacht der Elfen. Immerhin hat das hier richtig, im Gegensatz zu, wenn ihr über das Fenster schaut, da steht ja der Titel vom Spiel, wie er es im Maker genannt hat. Da hat er die da ist es eine sehr kleine Schlacht. Falls ihr das sehen könnt. Ja, das kann man auch gar nicht sehen. Ja, also wir können es sehen, aber... Ja, eben, die anderen. Ich meinte ja euch gerade mit ihr. Achso. So, erst sie müssen die Systemeinstellungen angepasst werden, Smiley Face. Ich hab's vorhin im Stahl schon mal gesagt. Er hat hier... mehrere lange Sekunden Probehören gegeben. Und das bei 8 Liedern. Ich habe das dann runtergesetzt, weil ich habe keinen Bock hier 2 Minuten erstmal zu hocken, um mir jedes einzelne Lied anzuhören, was er hier anbietet. Und ich darf mir dann nur 2 davon aussuchen. Hat doch auch was. Ja, die Musik ist gut, aber die hat er auch nicht selber gemacht, sondern von Spielen zusammengeklaut. Ist jetzt nichts Sonderbares über RPG-Maker-Spiele machen wieder, aber na, es ist quasi das Beste am Spiel eigentlich. So, Battle 3 RTP. RTP, oh, die Musik klingt nicht mal so schlecht. Finde ich auch. Ja, seid ihr auch der Meinung? Ja. Was möchtest du nehmen? Richtig gut. Nehmen wir halt das Battle 3, klang ganz gut. Nun die Sounds für die gewonnenen Kämpfe. Aha, irgendwas in Zelda. Ich höre nichts. Zelda.
Ah, cool, das nehme ich auf jeden Fall. Zelda Ruf des Berges. Warum nimmt er nicht einfach Final Fantasy Victory Theme? Was? Das ist so easy. Was sind das für Lieder für gewonnene Kämpfe? Das passt irgendwie gar nicht. Das sind so. Das ist echt so, die sind so leise. Win 4, was sagen. Windows 4? Ja. Sehr eintönig. Irgendwie passen die alle nicht für gewonnene Kämpfe, aber scheiß drauf. Ich nehme einfach das, wo man nichts hört. Mal sehen, was das ist. So, nun die Systemfarbe. Eher so, böse und auch gar nicht verpixelt. Oder eher so, Diablo. Hast du schon böse erhalten? Oder so, ne? Das ist so kreativ. Und das ist so wunderschön. Vor allem dieses dritte, das erste und das zweite sind nicht anders als die ist nichts anders als die Farbe, aber halt alles ein bisschen verpixelt. Und das ist das einzige, wo anders ist, aber nicht viel mehr kreativ. Ich nehme mal das rote. So, deine Einstellung wurde gespeichert. Und nun viel Spaß, Smiley Face. Gott, dieser Übergang. Das ist unser Held in grünen Haar. Nun bin ich 14 Jahre alt. Übungskämpfe habe ich genug absolviert. Ja. Werde ich jetzt zum Soldat der Elfen ernannt? Ich warte nun jeden Tag auf die Antwort des Königs. Da ich meine Rüstung, habe ich bald das Recht, sie zu tragen, bin ich es würdig. Mein Name ist Farodin Enrias. Ich bin ein Elf. Ich wohne schon seit 3 Jahren in der Burg Elfendicht. In der Burg. Wie wird meine Zukunft aussehen? Werde ich ein starker Krieger im Auftrag von Burg Elfendicht? Naja, alles nur Träume. Ich werde nie Anerkennung bekommen. Anerkennung. Anerkennung? Ja, doch, stimmt schon. Ich möchte mich beweisen können als Krieger. Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht. Das hast du bereits gesagt. Werde ich auch heiraten, Kinder bekommen? Bestimmt alles die Zukunft. Nee, mit 14 Jahren kann man schon Kinder bekommen. Ja, das wäre schon... Naja. Das ist eigentlich normal. Viele Freunde schon. Habe ich auch nicht wirklich, weil ich die ganze Zeit trainiere, weil ich stark werden will. Doch dies ist die richtige Einstellung? Gute Frage. Ja. Na nun, ja, es hat geklopft, wer das wohl ist. Ja, dann schreibt bitte die Bild drüber. Ja, was ist? Stahl. Sie sollen zum König. Er sagt, sie sollen sich sputen. Sputen? Okay, ich werde sofort kommen. Na lecker. Nee. Da hau ich gleich wieder. Also los, dann mach ich mich auf den Weg. Kann ich mich hier umgucken? Ich kann mich umgucken, kann ich mit irgendwas interagieren? Mit der Rüstung vielleicht. Das wäre interessant. Nö. Warum auch? Warum sollte man auch mit irgendwas interagieren können? Kann ich schlafen gehen? So, dam, dam, da, da, da. Das ist. Ja, du kannst nur bei Nacht schlafen. Dieser Übergang, ja, ey. Stimmt. Warum ist da Blut Monster auf der Tür? Nee. Das ist seltsam. So. Ja. Ich würde sagen, bei so random NPCs wechselt ihr euch einfach ab und die Frauen sprechen alle ich. Oder fast alle. Ja. Weil das passt. Das kann ich ganz gut, würde ich sagen. Bis auf einen Hauptcharakter vielleicht, weil es gibt 2 weibliche Hauptcharaktere, bei einer davon bis zum Ende des Spiels nichts sagt. das heißt, vielleicht nehme ich die eine oder keine Ahnung. Mal schauen. Jedenfalls. Ja, schöne Inneneinrichtung. Hier, wenn man rausgeht, sagt er, nein, ich muss zum König. Und wenn ich dann die Box wegklicke, sagt er nochmal, nein, ich muss zum König. Sehr schön. Wo komme ich ins Menü? Ah, hier. Farodin, 11. Ich hab, dieser Hintergrund, ey. Ja. Zwischen Stufe 50? Ich habe mich auf Level 50 gestellt, weil ich kenne die Levelkurve und die Schwierigkeitskurve in dem Spiel. Und die ist... Hacker. sagen wir mal so... Wenn ihr nicht wollt, dass wir hier 3 Stunden am Grinden sitzen, ist das besser so. Item. Okay. Also Grinden finde ich eigentlich ja ganz interessant. Heilen, ja, Stufe 1. Heilt 100 HP. Lichttanz. Klick. Was? Nein. Ach nee, Kick. Elektroschlag. Ausrüstung. Was kann ich denn ausrüsten? Hand. Mein Penis. Ja, den kannst du garantiert ausrüsten. Ja. Immerhin ist das Speicherngeräusch in der Version anders als in der, die ich kenne. Da war es ziemlich ekelhaft. So, ich würde sagen, wie gesagt, ihr wechselt euch ab. Da das eine Frau ist, spreche ich die erstmal. Aber ich kann doch nicht lesen. Scheiße. gut. Diese Burg ist wie im Bilderbuch. Mann, und ich wohne hier. Der König der Elfen ist sehr großzügig. Er gibt Obdachlosen ein Heim.
Ein Heim. Ein sehr kleines Heim. So, die Geschichte von dem Alten ist sehr interessant. Das ist die perfekte Demonstration für dieses Spiel. Deswegen, das habe ich vor, jetzt auch noch zu lesen. Aber den nächsten Charakter spricht dann das mit ihm. So. Hallo, Farodin, soll ich dir eine Geschichte erzählen? Hm. Also, als ich noch jung war, ja, war ich ein starker Magier. Mein Name ist Andarul. Ich nahm es mit Fürsten der Unterwelt auf. Den letzten Fürsten, den ich besiegte, groß besiegte, sagte damals, das ist nicht das Ende, Leerzeichen Punkt. Ein neues Imperium wird erschaffen, dann wirst du sehen, was bald passieren wird mit eurer ach so geliebten Welt. Ich sagte, was würde kommen? Ich war ahnungslos, aber er ging zu Boden. Also ging ich zu meinem Dorf zurück und ich erzählte es dies mit der Begegnung des Fürsten. What? Aber diese lachten nur und klopften auf meine Schulter. Wir feierten und tranken friedlich und ich wurde geehrt. Ich hatte es genossen. Aber dann, nach 55 Jahren, hatte ich ein Gefühl. Was? Ich hatte ein Gefühl. Ich hatte das Gefühl, als sei einer wiedergekommen. Das machen die immer. Die kommen immer wieder. Ich hatte recht. Ich wusste, dass der Fürst wiedergekommen ist. Ich habe gelesen, dass man schwarze verbotene Magie benutzen kann. Kann man. Ja, benutzt kann auch einfach zu Pornhub. Damit kann man sich wiederbeleben mit der schwarzen Magie. Aber die schwarze Magie ist übrigens schwarz und hat einen Nachteil. Der Fürst, den ich bekämpfte, hatte seine körperliche Hülle verloren und sein Geist ist in die Unterwelt befördert worden. Sein Geist wanderte in der Unterwelt und der Fürst studierte in der Bibliothek. Ihr seht ja selber, ja, die schwarze Magie. Also ich komme nochmal auf die Nachteile der schwarzen Magie zu sprechen, denn die schwarze Magie haben wir da viel zu selten erwähnt gerade. Ja, eindeutig. Der Nachteil der schwarzen Magie ist, dass man schwarz ist, seinen Geist auf die Realität, also der realen Welt, verweisen muss. Naja, was immer das heißt. Das heißt, wenn er seine Körperhülle verliert, muss er als Dämon auf der Welt verweilen. Natürlich kann er noch herrschen. Aber wenn er seinen Geist damit aufs Leben spielen will, dann, wenn er stirbt, wird seine Existenz. Oh Gott. Ja. Ja, nochmal. Random. Damit aufs Leben spielen will, denn wenn er stirbt, wird seine Existenz verloschen sein. Er wird nie wieder zurückkehren können. Und ich vermute, dass dieser Fürst der Dunkelelf ist. Er hat es riskiert und er ist im Klaren darüber, dass er nie wieder zurückkehren kann. Da hat es richtig geschrieben, wenn er versagt. Deswegen hat er sich mit vielen Fürsten sich verbündet. Ja, sicher? Er wird sich rächen wollen. So, Farodin, ich danke euch, dass ihr aufmerksam zugehört habt. Warum ist es eigentlich so random mit diesen großen und kleinen Schreibungen? Ich wünsche euch viel Kraft und Magie. Für euch möget ihr es schaffen. Diese Geschichte hat euch 50 EP, 50 Gold erbracht. Und viele Gehirnzellen gekostet. Ja. Das, also ich muss sagen, bis gerade eben hätte ich jetzt eher schon noch gedacht, dass er das mit Absicht macht, aber wenn man sich jetzt die Geschichte angeschaut hat, am Anfang war es noch relativ normal, aber wurde dann mit der Zeit immer und immer schlimmer. Mhm. Also wie halt wirklich, wenn jemand irgendwie ein bisschen dumm ist und dann einen längeren Text schreiben muss. Ja, es ist echt krass. Also auch mit der Länge her immer unsauberer. So, das bist du. Okay. Wie viele wurden ermordet? Stahl. Wir haben 30 Männer verloren, Sir. Oh nein, was für ein Verlust. Ist der Gegner bekannt? Mhm. Ja. Mhm. Anscheinend nicht. Ja und nein. Was soll denn das heißen? Wisst ihr denn nichts über den Gegner?
Andarul behauptet, dass... Aber wir wissen nicht, ob wir ihn glauben können, da er selbst schon sehr alt ist. Er ist ein alter Mann, glaub ihm kein Wort. Ja. Ich habe, der hat schon wieder alles vergessen. Ich habe gerade eben mit Andarul geredet und er weiß, wer der Gegner ist. Farodin, du hast keine Ahnung. Andarul ist ein bisschen zurückgeblieben. Oh. Merkt man nicht, merkt man wirklich überhaupt. Ne? Kein Wissen. Nee. Er hat sehr sinnvoll. Ich kann mir gewirkt. Schlecht vorstellen, dass der dunkle Elf wiedergekehrt ist. Wir müssen Andarul glauben. Wenn Andarul es spürt oder gar weiß, dann glaube ich ihm. Andarul ist ein Magier, der vor 55 Jahren den Dunkelelf besiegte. Und wenn der Dunkelelf wieder zurückgekehrt ist, dann haben wir ein Problem. Das ist aber auch scheiße. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie er die Welt wieder zerstören will. Aber wie wollt ihr es verhindern? Groß verhindern. Nun ja, lass mich mal überlegen. Farodin Enrias? Genau. Okay. Heute ist dein Tag, wo du zum Soldaten von Burg Elfenlicht ernannt wirst. Das ist wirklich die beste Idee. Er nennt einfach einen 14-jährigen ja. zum Ritter. Was kann aber schief gehen? Das ist die beste. Sir, seid ihr sicher, dass ihr ein Kind in den Krieg schickt? Jolos weg. Farodin ist mehr als ein Kind. Er ist ein Elf von jedem Kampf geblüht. Und trotzdem genau. ein Kind. Ja. Ich habe oft beobachtet, wie er kämpft, ja, bestimmt. Farodin Enrias wird ab heute für uns kämpfen. Aber doch nicht alleine. Welche Armee soll er nehmen? Wir haben nicht so viele Soldaten. Aber was soll ich sonst nehmen? Penis in die Hand. Farodin, komm mal, Punkt. Sehr schön. Ich weiß, dass du es schaffst. Du wirst dir einen Gefährten suchen. Suche in der Nähe von hier. Nach Gefährten. Du wirst welche finden. Glaube mir. Ja, also ich meine, ich schicke dich ganz allein in den Krieg, ja. Ne? Aber ja, das ist echt du wirst so, schon so, irgendwo jemanden finden. So, er und welche Armee? Wir brauchen keinen. Wir brauchen keine Armee. Er wird schon jemanden finden. Mhm. Ja. Und spart Steuergelder. Genau. Und was soll ich dann nachmachen? Danach gehst du östlich in die Gruft. Ich habe gehört, dass da unten magische Auren herrschen. Auch immer schön ohne Punkt, sondern nur Komma. Wahrscheinlich ein Unterweltherr. Ach so, man geht Unterweltherr vor allem. Ich finde es keine gute Idee, Farodin das machen zu lassen. Wir müssen uns auf eine Schlacht vorbereiten. Sir Hellheim, wir sind verantwortlich für die Verteidigung des gesamten Königreiches. Und solange ich König bin, wird das gemacht, was ich befehle. Auch wenn es das Untergang des Königreiches vielleicht ist. Gewiss, mein Lord. Wieso bist du eigentlich nicht der Chef, ey? Ja, weißt du warum. Genau. Farodin, du bist der Auserwählte, der uns schützen mag. Ach so, jetzt du ist der bist unsere Hoffnung, wir vertrauen dir. Nee, ich nicht. Und nun gehe los auf deine Suche nach Gefährten und reinige die Gruft. Reinigt. Denn ich hab... Reinigt die Gruft. Ja, okay, ich hab nämlich noch ein bisschen Müll unten liegen lassen. Und nach der Party schaut's auch nicht mehr so schön aus. Ja, ist echt so. Schaut nach, was da unten lauert. Ich zähle auf dich, Farodin. Nehme noch die Truhe, nimm alles mit, was sich darin befindet. Der Staub und der Dreck. Falls du Gefährten findest, kaufe auf jeden Fall Ausrüstung damit. Im Dorf gibt es einen Laden. Den Gefährten Ausrüstung kaufen. Vor allem, falls ach ja, du Gefährten übrigens, findest. Achtet auf das Gibst. Das ist etwas Wiederkommendes. Also dieses Gibst. Im Dorf Gibst einladen. Oh, okay, ja. Werd ich machen, mein Lord. Was soll ich machen, wenn ich mit ich der machen, Gruft was fertig soll ich überhaupt bin? Machen? Weiterputzen. Der Gruft. Ja, danach geht's ins Badezimmer. Dann suchst du mich wieder auf. Ich muss nun aufbrechen. Wir werden uns wiedersehen, mein Lord. Ich glaube, du wirst jetzt erstmal in der Ecke weinen. Ja. Wegen den dummen Entscheidungen. Sir Hellheim, ruhen Sie sich aus. Wer weiß,
wann man als nächstes schlafen kann. Als nächsten. Nächsten, ja. Es ist schlimm, man überliest sowas teilweise einfach, ja, weil es ist nicht ja gewohnt ist. Im Normalfall, aber das gehört auch so, wenn irgendwo sich Fehler befinden oder sowas, dann bemerkt man das gar nicht, außer man ist Lehrer oder so. Weil das Gehirn das einfach, ich meine, überliest. Du hast die ersten drei Buchstaben eines Wortes und weißt sofort, was für ein Wort das ist. Deswegen, ja. Da muss man echt drauf achten bei dem Spiel, weil das ist teilweise echt das Lustigste an dem Spiel. Hab Dank, my Lord. Ich werde jetzt aufbrechen. Ja, ich werde auch bald abbrechen. Parolin, eine Bitte. Pass auf dich auf, mein Junge. Natürlich passe ich auf mich auf. Nun denn, ich mache mich auf den Weg.